Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyrion. Und ich habe zwischendurch doch nicht weitergespielt. Und wir sind immer noch bei den Polaris und werden uns hier jetzt mal ein bisschen umgucken. Anscheinend soll das hier ein Kraftwerk sein. Das ist ja schon mal Coming Area, Parking Valid Available. Okay, mit Parkplätzen, ich meine, wie gut ist das? Guck mal, darf ich das abbauen? Ja, da sagen die nicht mal was, das ist ja der Shit. Dann parken wir doch einfach mal hier ein. Was mal das soll. Okay, keiner sagt was. Aunt Mary's Grimgor's Garden Local Store. Weil die wollen ja immer noch nicht mit mir reden. Das ist kacke. Dann gucken wir uns hier nämlich nicht groß um. Machen wir erstmal noch eine Mission. Hoffen, dass wir dadurch ausreichend Reputation erarbeiten. Story Chapter, wie ist es nicht? Privacy Matters. Greetings von der Polaris Megacorp, my dear friend. Ja, guten Tag von der Polaris Megacorp, mein guter Freund. Bess, you look like someone that has grown to like some privacy. Aha. Good. We as a company are the biggest advocates of Earth. What do you think? Achso, wir sind ein paar Drohnen von den Cyrex töten. Ja, können wir machen. Aber die Sachen. So, dafür muss ich die erstmal finden. Und ja, da wären welche in der Nähe. Wie viel soll ich denn davon kaputt machen? Ihr Lieben. Find Location. Ja, gut. Wildlife Cam. But we are afraid we need to invest more than the well-being of the creature on this planet, especially around ore deposits. Some reticence seem to affect the wildlife, and we do not have the prospector, I mean skilled explorers, to hand. Your bearing shows you're a skilled explorer, so may we ask you a favor again and scout a few ore deposits, only for checking the living conditions of the native animals, of course. Dann nehmen wir auch an. Ach, ah. What a shame. It seems the Cyrex do not value our company. So improve the company's the plants that we have. So eine Angriffsmission. Achso, da muss ich mindestens friendly sein. Okay. Und dann machen wir das erstmal. Scout Ore Deposits. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir die nehmen müssen, die wir schon gefunden haben, oder irgendwelche. Da einfach mal hin. Annäherung entfernt, das reicht jetzt völlig. Jetzt mal ein bisschen hoch hier. Kleben ja kurz über dem Boden. Ja, wir können die nehmen, die wir schon entdeckt haben. So, Nummer 1. Fahren wir gleich noch weiter zu Prometheum. Nummer 2. Und ja, hier in die Richtung ist noch ein Prometheum-Lager. Ja, das war ja easy. Das war ja mehr als easy. Aber damit sind wir jetzt friendly mit denen. Wie gut ist das? Dann fliegen wir da auch gleich wieder hin. Das war wirklich schnell gemacht. Trading Post. Wir waren gerade in diesem Kraftwerk. Ist das? Nein. Der Richtung.
eher aus diesem kleinen Raumhafen hier. Interessant. Wir haben mal ein Powerplant. Machen wir nicht. Warum wurde mir das vorhin so angezeigt? Ach, in diesem scheiß Trading Post, that's good. Also ich habe das Gefühl, mein schicker kleiner Ketzer wird nachher größer sein als das hier. Ich glaube, das wird mir als Landebucht nicht reichen. Aber gut, wir sind friendly, jetzt gucken wir mal, was wir mit unserer Kohle machen können. Moin! Hey, ich kann Sachen kaufen, wie gut ist das? Die kann ich doch nicht mal bauen. Doch, die kann ich bauen. Irgendwelche konnte ich nicht bauen. Große Alienblume. Kaufen kostet 76. Ich schätze mal Credits. Gut, aber ich wollte mein Geld jetzt nicht für Setzlinge raushämmern. Das bisschen, was ich habe. Der Verkauf wäre zu futtern. Paar Waffen. Die habe ich alle schon. Na gut, Scharfschützengewehr habe ich nicht, aber da habe ich jetzt auch nicht so ein Bedürfnis nach. Ah, hier. Ich kann vom Bankkonto oder Bar bezahlen. Ich brauche wirklich mal so ein Geldautomaten. Local Depot. Ja, schon ein bisschen mehr. Mittlerer Schutzanzug, den haben wir vorhin gefunden. Sauerstofferweiterungstank. Okay. Der kostet ein bisschen. 8000, die habe ich nicht mal eben. Kobaltbarren, Promethium-Pellets, Erzscanner, Magnesiumpulver, Neodymium-Barren, EVA-Booster, weniger schnell, weniger Hitzeschutz, mehr Kälteschutz. Ah, der Raketenrucksack wird verbessert. Faktor 0,2. Okay. Was hast du hier Schönes? Du, bist du Käfer? Du bist. Oder ist das ein Helm? Komm mal zu dir. Ist auf jeden Fall ganz schön klein. Nee, ich glaube, das soll Schmuck sein. Na, hier kommen wir der Sache doch schon näher. Plasmakanone. Schwerer Schutzanzug. Gott, ist der teuer. 70.000. Alter Vater. Nachtsichtgerät finde ich auch richtig gut. Hier haben wir einen Verkauf. Guck mal hier. Nochmal ein wenig. Nee. Kann ja auch nicht umstellen. Achso, das nimmt er wahrscheinlich auch nur an, wa? Ja, okay. ATM. Bankautomat. Hier zahlen wir ein. Und die zahlen wir auch wieder ein. Oh, feini. Bist du? Du kannst nix. Gucken wir mal hier im Garten zu, ob der das annimmt. Nee. Okay, die kaufen immer nur das, was sie auch kaufen. Das richtig identifizieren. Free Air. Dann gib. Sauerstoff bereits maximal gefüllt. Okay. Zu wissen. Medical Supplies. Das ist auch richtig gut. Da werde ich mich eventuell nochmal bedienen. So, wo ist denn der Typ, der die Waffen hat? Ich habe doch hier ein paar Waffen. Hast du das? Bohrer. Siehst du, einen Bohrer könnte ich auch verkaufen. Aber ein. So, dann haben wir hier Pulsgewehr. Ist dazu für jetzt im Angebot? Nö. Kann ich auch tatsächlich nur verkaufen und nicht kaufen. Das ist ein bisschen uncool, das Menü. Also wenig intuitiv einfach. Finde ich schade. Hätte man schöner lösen können. Das hätte man einfach links das Inventar auch so aufgedröselt und dann wäre gut gewesen. So, kommt mal da mal. Schroffene Pulsgewehr. Ja, Tatsache. Ich kann mein Pulsgewehr verkaufen. Zack, weg ist es. Aber auch das Pulsgewehr T2.
Was habe ich hier noch, das ich nicht genommen habe? Sturmgewehr T2 habe ich auch noch. 81 Schaden. Und 68 Schaden. Das bringt ja vielleicht fast mehr, wa? Feuerrate 353. Gut, das feuert doppelt so schnell. Magazingröße 35. 28, ja. Meine ich. Na, wenn es irgendwann mal kaputt ist. Obwohl, dann wollen wir ein neues. Auch scheißegal. So, was denn? Deswegen ist irgendwas Cooles mit. Das nimmt er aber auch gar nicht an, glaube ich. Pulsgewehr T2. Das ist auch richtig gut Geld wert. Zack. Ach, scheiße, das war's falsch. Nein! Dann kaufe ich das jetzt für. Ne, kaufe ich nicht für teuer Geld zurück. Ich brauche mir ein neues. Drauf geschissen. Plasmakanonen, Zellen. Was nicht alles. Meine Güte. Minigun. Minigun wäre vielleicht auch nochmal was. Auch wenig Reichweite, das Ding. Aber gut. So von der Sache her ist man nichts. Schwere Waffen. Upgrade Bausatz. Okay. Achso, ist quasi nur so ein Zwischenprodukt. Okay, dann würde ich mir vielleicht doch ein paar Setzlinge kaufen erstmal. Ich finde zwar auch ganz gut Weizen, aber ein paar würde ich mitnehmen. Ach, der hat nur drei. Na ja, gut. Blaue Paprika habe ich mehr als genug. Kann ich nur welche machen? Space KW, keine Ahnung. Mit einem Pflanzenbild benötigt, ja. Es wäre ganz cool, wenn die mir auch sagen würden, was dabei rauskommt. Achso, Ertragstyp, natürlich Stimulanz, Knospen, natürlich Stimulanz, Gewürz, Pilze, Pflanzenfasern, Gemüse, natürlich Süßstoff, Früchte, Beeren, Kräuterblätter, Aloe Vera. Nehmen wir auch ein bisschen mit. Jetzt bin ich auch pleite. Ah ne, ich nicht. 13.000 habe ich noch. Wir weizen das aus. Makros brauche ich nicht. Kürbis auch nicht. Mais. Muss man haben. So. Freight Handling. Okay. Achso, komme ich zur Laderampe wahrscheinlich. Kraftstoff, Julio, Nachtsichtgerät, das wollte ich doch haben. Das kaufe ich einmal und hoffe, dass ich das in meinen Anzug einbauen kann. Und dann bin ich da erstmal zufrieden. Cyborg, okay. Nein, das lassen wir. Wir wollten nicht gleich klauen. Die sind gerade erst cool drauf mit uns. Da steht mein Schiffchen. Los. Oh. Kein Strom mehr. Da kann man was gegen tun. Da können wir was gegen tun. Zack, läuft er wieder. Ist meine Lebensmittel noch gut? Ah, ein bisschen was abgelaufen. Halb so wild. Okay. Das ist doch erstmal echt ein guter Anfang. So, was kann ich denn jetzt damit anfangen, dass ich mit denen hier auf Friendly bin? Steht es auf der Karte? Bauen nicht möglich. Polaris. Nö, steht auch nirgends. Irgendwo habe ich das noch mal gesehen. Okay, wir sitzen an der Basis oder eines Vehikels im Polaris Territorium minus 100. Keine so viel Revolution Arnold oder besser entspricht. Erz abbauen im Polaris-Territorium, minus 20. Keine so viel Reputation friendly oder besser ist. Gut, dann kann ich hier jetzt Erz abbauen. Dann würde ich sagen, bevor wir hier großartig durch die Gegend eiern, hole ich noch ein bisschen Silizium. Siehst du wohl. Zack. Einmal ausrichten, bitte. Ja, komm. Scheiße nicht ein.
Promethium und hier müssen wir fast direkt draufstehen. 14 Meter. Na gut. Dann nehmen wir ein bisschen Silizium mit. Schon mal da sind. Promethium, Promethium, Silizium. Direkt drauf, kann geil sein. Bin schon ziemlich tief. So, bin auch mal so ein Stück runter jetzt. Promethium können wir auch gleich wieder ein bisschen mitnehmen. Oh, nur noch 70% übrig. Ist abgebaut. Wie doof. Da hinten ist noch ein Stück. Blöd, um das mit Silizium zu erkennen, oder was? Was ist das hier? Oh, das ist es. Es war einfach nur weiß und unscheinbar. Da kann ich zumindest wieder gläserne Sachen stellen. Aber wichtiger wird wahrscheinlich das Promethium. Warum ist mir nicht so schwer? Wieso macht die Facecam eigentlich schon wieder nicht so das, was ich will? Die ist ja schon wieder tot, ey. Bin echt genervt von dem Teil, beziehungsweise von meinem WLAN eigentlich. Ja, weil die Antenne von meinem Rechner tatsächlich ziemlich gut ist und alle anderen Geräte anscheinend nur Rotz verbaut haben. Aber gut. So. Deswegen hier oben mal alles abspackt. So, dann wäre ich schon beim Promethium. Ja. Das quasi unter der Oberfläche, das ist ja der Shit. So, ich habe das so einen coolen Scanner. Was mit dem? Den habe ich doch, oder? Ja, jetzt Scanner. Wir haben jetzt mal doch das Promethium angezeigt. Also diese blöd blauen Kringel. So wird das sonst wieder dumm und dämlich. Theoretisch bin ich da. Praktisch sieht das anscheinend anders aus. Also hier die Oberfläche. Aber es ist mir heute nicht vergönnt, Promethium zu finden, wie mir scheint. Schotter, Schotter, Schotter ist ja alles schön und gut. Aber ich brauche Promethium. Ist der jetzt zufällig auf einen Stoß mehr vor sich, der aktiviert, oder? Was macht der? Hier gehört. Na egal. Muss ich das irgendwie auf der Karte markieren? Nee, Bogen wird er mir nicht. Bodengleiter. New Marker. Aktivieren. Ich mach die mal hier unten mit rein. Wow, 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 wow. Da sind sie ja. Laden. Da bin ich. Spinnefeind. Hier waren noch zwei. Na gut. Da ist er auch schon. Oh, ich glaube, das Sturmgewehr gefällt mir tatsächlich fast besser als das Pulsgewehr.
Dem fehlt zwar an Reichweite, aber das macht's mit Schaden wieder wett. So, ich drücke jetzt hier trotzdem irgendwie wahllos nach Promethium, finde aber gar nichts. Das ist echt scheiße. Prozent Erz übrig. Größe sehr klein. Sehr klein und nichts sind irgendwie schon zwei verschiedene Paar Schuhe, oder? Und wenn es so klein ist, dass ich nicht mal was entdecke, ist das schon echt ziemlich winzig. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier die ganze Zeit wie blöd rumzubohren. Jetzt dreimal über den Punkt hinaus, wo ich sagen würde, jetzt findet man aber was. Wir suchen zweimal ein. So, lecker jetzt. Ab nach oben. Komm, mal auf hier. Zack. Schwerz. Nehmen wir doch mal das. F. Und los geht's. Immerhin nur klein. So, jetzt funktioniert's auch. Sehr schön. Zumindest ein Brocken. Zack. Da ist noch einer. Den nehmen wir auch mit. 10. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Riesige Mengen quasi. 23. Das wäre auch wieder eine 5 oder so. 13. So. Da ist auch noch einer. Ich höre schon wieder Spinnen. Was soll denn das? Zap, 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 zap. Ja, das ist wohl ein bisschen mehr. 67, immerhin. So, noch was zu sehen. Du Scheißvieh. Stirb! Wow, was ist denn hier los? Trau dich, du Scheißweh. Lecker Spinnenfleisch. Delikatesse habe ich mir sagen lassen. So, ich kram es mal rüber. Fleisch weg, Alien-Teile weg. Und ja. Immerhin. 160 Gummi zum Erz. Das ist ein Anfang. So. Nun ist auch schon fast wieder Zeit rum. Dann würde ich sagen, haben wir ja hier noch diese Mission. Privacy Matters. Machen wir uns doch einfach mal auf zu den Cyrex und gucken, was da abgeht. Wir haben ja hier dieses Drohnenlager, das liegt eher auf dem Weg nach Hause. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Zack, ist ja das. Ja. 3 Kilometer.
nicht ein Wachturm? Nee. Komische Alienpflanzen. Kann ich jetzt mal gucken, ob ich die abbauen kann. Wir waren da so eine komische Steinchen, die wir jetzt mal voll verkackt haben. Die ich einfach nur hätte flücken müssen. Was gibt es hier? Entferne von Stein. Okay, damit geht's nicht. Radioactive Man. Ja, das geht. Alles klar. So. Kommen wir mal. Da haben wir schon so ein Steinchen. Dann können wir jetzt mal so grandios verschissen. Zack. So, da müssen wir nicht mehr. Pentaxid-Erz. Und was zum Abknallen. Was auch immer du bist. Alien-Käfer. Böse Alien-Käfer. Zack, zack. Fleisch. Blumen. So, ich will mehr von diesem Pentaxid-Scheiß haben. Komm. Ja, das sieht doch ein bisschen bedrohlicher hier aus, ne? Gefällt mir. Ach ja, was man so auf dem Weg noch fix macht. Aber nee, Leben haben wir voll, Hunger haben wir. Zack, futtern wir da was. Könnt ihr Brudi. Lecker Matscheburger. So, wir gucken weiter. Diesen Pentaxid-Scheiß. Denn mehr ist immer mehr. Was ist das denn? Das. Das bauen wir jetzt mal auf, ne? Promethium, geil. So, was bist du? Alien-Meuchler. Tote Alien-Meuchler. Penner. Das war's mit dem Feuer. So, da ist noch mehr. Oh, ich dachte gerade, wir wären so in Runde 4 oder sowas. So, Pentaxid. Das ist ein komischer Baum. Ich kann mal versuchen, die abzubauen. Das war nix. So. Gucken wir mal, ob wir die damit gerodet kriegen. Pilz immer nicht. Hier geht schon wieder irgendeine komische Alarmanlage. Die gefühlt schon den ganzen Tag, ey. Geht mir ja fast gar nicht auf den Sack. So, das war's schon. Das war diese Hazardous Zone. Naja. Das war jetzt nicht so viel. Stoßen habe ich schon. Wow, das kann aber nicht mehr. Holz, dass wir weiter Treibstoff herstellen können. Und außerdem bleiben wir eine Schneise haben. Für jeden Baum ein AKW. So, nur aber flott. Die Folge ist quasi rum. Und ich muss dann auch wieder arbeiten. Mal ein bisschen Luft habe ich noch. Dann holen wir da nochmal eine Drohne vom Himmel. Dann sind wir auch schon bei den Sirens. So, und hier war. Genau. Fahren wir direkt drauf zu, das ist ja super. Müsst ihr hier auch früher oder später, da ist schon wie geport. So, da werden wir da mal nicht ranfahren. Dann sind hier garantiert auch irgendwelche Scheißdrohnen, die man
ans Leder wollen. Uah, falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Ein bisschen Entdeckung. Oh, das war unschön. Mann, ey. Scheiße. So, kaputt. Oha. So. Mann, ey. Nur weil ich da runtergeflogen bin, ey. Scheiß. Ist das ätzend. Hätte doch nicht sein müssen. Mist, ey. Die Karre wahrscheinlich auch noch im Arsch. Ich wollte extra so ein Stückchen in den Berg bleiben. Das Cockpit zerschossen? Natürlich. Was für ein Scheiß. Jetzt renne ich echt zu Fuß zurück und da ist eine Patrouille von denen. Oh, komm, wir machen doch fixe Mission. Alles kein Problem. Wow. Okay. Wow. Okay. Das wird ein langer Marsch. Boah, das auch noch in der Sonne. Komm schon! Wo ist der Penner? Das ist doch nicht zu fassen, ey! Wegen so einem pimmligen Insekt. Ja, du wurdest von einem Alien-Insekt erschlagen, das sehe ich auch. Wir tauchen jetzt einmal wieder auf und gucken mal, wo der ganze Scheiß geblieben ist, da oben. Und hoffen inständig, dass hier jetzt nicht gleich wieder ein Insekt vorbeikommt. Ich meine, von der Sache her ist das Ding ja noch flugfähig, ist ja alles cool. Multitool, Bohrer, Knarre, das Ding, das Ding. So. Alles, was wir brauchen, ist eigentlich ein bisschen Erz. Halt die Fresse jetzt. Das ist meine Taschenlampe. Da. Wow. Du Drecksvieh, ey. So. So. Bisschen Elektronik und so weiter. Was habe ich denn hier noch? Ist hier was drin? Ich habe eine ganze Menge drin. Meine Fresse. Deko, Stahlblöcke. War nicht alles. Was haben wir hier? Nix. So, eigentlich fehlt es nur ein wenig an Dings hier. An Kupfer. Scheiße. Gut, das wird ein langer Marsch. Das wird ein sehr langer Marsch. Bis dahin wird die Karre auch wahrscheinlich keinen Sprit mehr haben. Na, obwohl, das sieht noch ganz gut aus. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal ein paar Sachen ein. Oh, komm
Wie zum Beispiel. Da ist es drin. Den werde ich mitnehmen. Den leichten nicht. Goldbarren auch nicht. Hier ist noch ein Lasergewehr drin. Auch gut. So, und dann werden wir uns nämlich auf den Weg nach Hause machen. Was mal eben eine ganz schöne Ecke ist. Da kommt euch schon wieder eine Drohne angeflogen. Ein Truppentransporter gleich. Nee, ich hau hier ab. Jetzt kommt die mal entgegen. Oh, was ist der jetzt schon wieder, ey? Jetzt wird ja noch auf mich geschossen, Alter. Da ist tatsächlich eine fucking Patrouille. Nee, ich muss hier weg. Boah, da ist noch einer. Mit einer Railgun. Fuck, ey. Alter, ist doch nicht wahr, ey. Ist doch nicht wahr. Beim letzten Mal konnte ich hier relativ easy. Ich will meine Klamotten haben. Komm. Da ist mein Rucksack. Ein bisschen das Terrain nutzen. Und dann wird auch wieder gerannt. Und zwar was das Zeug hält. So. Hauptsache erstmal weg. Nee, 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 mein Freund. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Noch mehr Cyrex. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Gut, erstmal raus aus deren Gebiet. Ich hoffe, den Gleiter kloppen die nicht zu klump. Dann kommen wir das nächste Mal bei Tag nämlich her. Jetzt müsste eine Knarre hätte ich ganz gerne in der Hand. Knarre und die Bandagen. Und dann bloß weg hier. Weil das ist noch. Oh Gott, ist das noch weit. Gut, ihr begleitet mich jetzt noch bis raus aus dem Cyrex-Gebiet und dann machen wir erstmal Feierabend für die Folge heute. Facecam steht auch immer noch. Find Location. Was ist denn für eine Location? Was habe ich denn da für den Auftrag angenommen? Okay. Shut down some of the drones. Habe ich doch. Bist du bescheuert? Das ist doch scheiße. Verdammt, ey. So, um er geht, das sollte ich bis nach Hause durchhalten. Okay. Wie kann. Och, du Scheiße! Eine Drohne. Noch einer. Komm, lad nach. Oh, die mich hier da. Oh. Shit, ey. Okay, weiter Richtung Osten. Ich würde die gern plündern, aber. Ich trau mich nicht. Die sind alle so nah. Ach, da war's. Komm, echt jetzt. Okay, Plünder kann ich vergessen. Ja, ja, du wurdest von Mechanoid erschossen. Am fucking Arsch! Ich will halt
einfach nicht ohne meine Sachen hier weg. Das ist eigentlich alles. Ansonsten würde ich mich zu Hause respawnen. Ja, ich hab's gecheckt. Ihr seid nicht gut auf mich zu sprechen. Ja. Was meint ihr, den Hügel hier? Und alles wieder rein. Schon wieder. Also spätestens jetzt wäre mein schöner Anzug im Arsch. Muss ich rein? Ja. Ah. Was? Hä? Hab ich nicht alles mitgenommen? Doch. So. Ost, Ost, Süd. Süd, Ost, Ost. Keine Ahnung. Scheißegal, Hauptsache raus hier. Also normalerweise würde ich mich jetzt auch lieber hinlegen. Frei nach dem Motto, ich will besser sehen, aber eigentlich will ich eigentlich gerade nur nicht gesehen werden. Da merkt man jetzt mal, wie viele von den Viechern in deren Gebiet rumrennen. Das fällt einem bei den anderen gar nicht so auf, aber die schießen einfach gleich auf einen. Kann ich mir ein Motorrad bauen? Wo ist mein Konstruktor? Heizgerät. Zack. Gucken Sie alles da ab. Da vorne ein bisschen Erz abgebaut, dachte ich, Gerät nicht. Schotter. Nein. Nein. Jetzt kommt er wieder mit. Also ein bisschen Eisen wäre was Feines. Ja, schön, dass da eine Position of Interest ist. Aber ich will hier weg. Auch hätte machen können, ich hätte alles in mein Fahrzeug packen können, mich dann erschießen lassen und dann nackig zurückrennen. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Beziehungsweise mich abknallen lassen, respawnen und dann quasi nackt zurückrennen, nur mit dem Cockpit in der Hand. Aber nein. So nicht. So, gleich geschafft. Na komm, sag mir, dass ich raus bin. Na komm schon. Muss auch irgendwo mal ein bisschen Eisen rumliegen. War doch gerade Licht oder was? Auch cool, ich kann durch die Teile immer besser sehen als irgendwie sonst. Ah, wir sind raus. Das Symbol ist weg. Sehr schön. Guti, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Es gab ein wenig Action und ganz viel Action. Oh. Ich darf hier nicht mal abmoderieren. Scheißviecher, ey. Ich höre hier noch mehr Krabbeln. Ey Leute, ich will hier jetzt feiern. Schluss jetzt. Na komm. Da ist er. Meine Güte, ist das dunkel. Da! Verpiss dich, ey. So, jetzt aber. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Einen wunderschönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.